Wir sind in Salem und jetzt gehen wir auf den Affenberg. In dieser Kombi. Und wir müssen aufpassen, dass wir nichts Loses irgendwo rumliegen haben, weil die Affen hier alles klauen. Wir waren einmal vor 7 Jahren hier. Da hat mir ein Affe aus dem Kinderwagen unten meine Manduka geklaut. Aber jetzt meine Heldengeschichte. Ich hab sie wieder zurückerobert. Marc ist dem Affen hinterhergerannt. Oma! Und Oma! Oma hat Opossum gespielt und ist stehen geblieben und war einfach nur schockiert, dass der Affe zugegriffen hat. Der Marc ist todesmutig dem Affen hinterhergerannt, hat die Manduka wieder ergattert. Aber der Affe war stinksauer und hat versucht, ihm seinen Flipflop zu klauen. Mal sehen, wie frech die Affen heute sind. Nee? Nee. Etienne, so, das reicht doch. Komm. Wir sind jetzt drin und ich sehe schon den ersten Affen. Gibt aber noch ein paar Sicherheitshinweise. Immer am ausgestreckten Arm, man darf keinen streicheln und so weiter und so fort. Ich bin gespannt, was Remy gleich dazu sagt. Es gibt hier auch immer Affen mit Babys. Und ich habe vor 7 Jahren sind die schon auch zu uns gekommen, aber mal sehen, die darf man ja eh alle nicht streicheln. Na gut, lass uns überraschen. Ich hatte jetzt schon ein Popcorn. Ja, erzähl. Man kriegt am Eingang nämlich eine Handvoll Popcorn, um die Viecher zu füttern. Das ist ganz lustig. Das machen wir jetzt. Ich mache jetzt doppelte Affenfütterung. Was war das? Der Menschenaffe wird gerade gefüttert und der Berber wird auch gefüttert. Schön. Popcorn. Aber das wird wiederverwendet. Das kann man hier reinschmeißen, gell? Bitte das Popcorn hier reinschmeißen. Das ist schön. Wir sind schon durch. Aber jetzt geht's noch in den Souvenirshop. Also ich gehe noch in den Souvenirshop. Ja, und Störche gucken. Ach, Störche müssen wir auch noch. Genau, richtig. Nochmal einmal Rundweg weiterlaufen. Dammwildgehege. Ja. Und guck mal da hinten. Da ist ganz viel Dammwild. Wir gehen jetzt mal an die Stelle, wo hier ganz viel Dammwild ist. Da ist die ganze Dammwild. Hier, das ist nicht. Da ist Dammwild. Da ist Dammwild. Dammwild ohne Ende. Astreines Dammwild. Also, 13 Störche, aber laut Auskunft sind noch 15 da. Gehen wir in den Souvenirshop? Habt ihr aus dem Souvenirshop? Ich hab den hier. Ich hab den hier. Mhm. Und welchen davon gibt's hier auf dem Affenberg? Kein. Das wirklich schöne Plüschtier, den Berberaffen, den es ja auch gab,
Den wollten sie nicht haben. Schade. Eigentlich habe ich gedacht, ich lotse die Kinder in den Laden rein, damit ich den kriege. Aber keines der Kinder hat sich den ausgesucht. Und ich bin 35, ich werde mir wohl kein Plüschtier aussuchen. Schade Marmelade. Was lernt die Mama da draus? Sie geht alleine in den Souvenirshop und kauft für die Kinder selber Souvenirs. Wir haben wieder viel gelernt über Störche und über Berberaffen. Da hat sich der Ausflug mal wieder gelohnt. Hier kann man immer wieder hergehen, macht immer wieder Spaß. Besonders auch für die Kinder schön. Und wenn ihr schon wart und auch gut fandet, dann kommentiert unten drunter, wann ihr hier wart. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis dann. Ciao.